Der Spezialist, der euch begleiten wird, das bin ich. Nun, ich dachte mehr an fähige Versorgungsoffiziere aus Wehrheim. Was meint ihr mit Versorgungsoffizieren? Nun ja, Feldwebel für die Logistik. Wenn wir, wie ich vermute, Zeltlager aufbauen müssen, müssen wir dort auch Zeltvögte einsetzen, die für die Organisation der an- und abgehenden Flüchtlinge zuständig sind, für die Verteilung der Nahrung, die Jurisdiktion und weiteren, nun ja, Bewachungsmaßnahmen etc. Dort wird es sicherlich so jemanden geben. Allerdings wird so jemand sicherlich auch dort vor Ort zu tun haben, denn nicht nur das gesamte mittelreichische Heer, sondern auch das horasische, das torwalsche, ein paar andere Söldlinge werden dort ebenso vor Ort sein. Die Stadt mag zwar militärisch angehaucht sein und dort wird die Ausbildung von solchen Offizieren, wie auch mir, ja, wir werden dort ausgebildet für jeden diese Zwecke, aber wir werden dort unsere Zwecke so erfüllen, wie wir es dort tun. Ihr könnt uns davon mit inquisitorischer Gewalt abziehen, das ist möglich. Dann werden wir allerdings dort fehlen und dann werdet ihr euch später bei eurer Rückkehr nach Werheim verantworten dürfen. Hammelmeer, ihr könnt euch nicht bei allem darauf verlassen, dass wir der Reichsarmee schon Ressourcen abziehen werden. Die brauchen die auch. Die Entweder ihr brauchen die kümmert vermutlich euch. dringender als wir. Wir Entweder müssen. kümmert ihr euch jetzt hier darum, oder ihr gebt diese Möglichkeiten ab an so etwas wie einen Vogt, den ihr auch bestimmt. Dann soll sich der Wie Vogt darum. viele Grenzreiter könnten wir besorgen, rekrutieren? All die, die ihr wollt. Denkt doch mal in anderen Maßstäben. Ihr müsst niemanden Nein. bezahlen. Ihr seid Inquisitor. Wir sollten so ziemlich jeden Grenzreiter mitnehmen, den wir bekommen können. Sie werden die Straßen sicher halten vor Banditen. Wir müssen vor allen Dingen die ganzen Wachen und Dorfbüttel aus den einzelnen Dörfern und Städten, die wir antreffen, die müssen wir sozusagen direkt hochheben und sozusagen, die müssen ihre Aufgabe, die sie früher hatten, jetzt noch mehr machen, noch strenger machen. Ja, es wäre das Beste, wenn die Büttel und Gardisten jeweils die Lager beschützen und auch beschützen, bis die nächsten Flüchtlinge ankommen und auch dort bleiben, bis wir am Ende zurückkommen und sie und die Lager mitnehmen. Ich denke, es wäre besser und würde der Banditerei mehr einen Riegel vorschieben, wenn die Gardisten nach Möglichkeit bei ihren Gemeinschaften bleiben. Das würde sie vor allem mehr an ihre Pflicht binden. Doch wird das nicht eher ein Keil zwischen die Gemeinschaften treiben, anstatt dass sie zusammenarbeiten? Es wird kein Zusammenarbeiten geben bei so vielen Flüchtlingen. Es wird nur ein Untereinander geben. Das heißt, die Leute aus Berla werden sagen, oh, wir sind die Leute aus Berla, und die Leute aus Talf werden sagen, oh, wir sind die Leute aus Talf. Und selbst die Leute aus Arvesheim oder aus Wutzflucht oder so, selbst aus kleinen Dörfern, die werden untereinander zusammenhalten. Und wenn die dann aber untereinander auch von ihren Leuten sozusagen zusammengehalten werden, die Dorfbüttel und Wachen und so, was es auch mal da gab, dann denke ich, wird das genau dazu führen, was Jalan sagte eben, dass die Leute dann eher daran halten, weil ja jeder jeden noch ein Stück weit kennt. Das ist ein etwas anderes Verhältnis. Darf ich euch Besser noch als mal es. fragen, wie ihr geplant habt zu evakuieren? Ihr zieht jetzt von Werheim aus nach Osten in Richtung Berla. Dort wird jedermann evakuiert und soll nach Werheim ziehen und dann die Leute aus Arvesheim stehen dann in Berla vor einem verlassenen Dorf. Ist das so richtig? Nein. Wir planen entlang der Reichsroute in bestimmten Abständen gewisse Zentren einzurichten, in denen Lager entstehen sollen. Warum? Sprich Zeltlager, Warum? weil wir auf dem Hinweg schon mal den Rückweg organisieren wollen. Wenn wir in Berla ein Zeltlager errichten, ein größeres, Warum? Warum baut ihr Zeltlager auf? weil Städte sind seit jeher so organisiert, dass alle Tagesreise ein Dorf oder eine Stadt auf jemanden wartet. Das ist seit jeher so. Also Dort. zwischen Berla und Talf sind gerade mal 40 Meilen. Das heißt, zwischen Berla und Arvesheim, obwohl da jetzt noch drei Ortschaften zwischenliegen sogar, sind es nur 20 Meilen. Das heißt, zwischen Berla und Arvesheim, die Leute können wirklich von einem, können direkt wirklich sozusagen durchmarschieren und ja. Dort müssen keine Zelte stehen. Wie gesagt, ihr bekommt auch von uns keine Zelte gestellt. Die Orte werden doch leer sein, habe mir. Aber wir rechnen damit 5.000 bis 10.000 Leuten. Ja, deswegen müssen ja die Orte leer sein. Deswegen müssen wir echt von links nach rechts leer räumen. Ich Das heißt, bin mir wenn nicht Werla leer sicher. ist. Ich bin Ja, nicht wenn sicher, Werla ob leer wir ist, können die Leute von Berla Arvesheim 5.000 dort Leute unterkommen. unterbringen können. Dann muss der Rest halt in Scheunen und unter Bäumen schlafen. Die werden das wohl für ein paar Tage abkönnen.
Das ist kein orasischer Luxustrip irgendwo in den Süden. Das ist eine Evakuierung, verdammt nochmal. Ihr müsst aber auch daran denken, schlafen und sie müssen auch nicht trocken sein. Ihr müsst aber auch daran denken, dass Bärland nicht komplett leer sein darf. Natürlich, die einfachen Dörfer, die einfachen Bauern, vor allem all das, was ihr hier seht, das ist Landwirtschaft. Die einfachen Scheunen werden dann leer stehen. Meinetwegen haben sie auch noch ein paar Rinder mitgenommen oder die Felder können dann auch noch bestellt bleiben. Das interessiert keinen. Es geht darum, ihr dürft dann die Adligen vor Ort nicht entfernen, denn die Adligen vor Ort, denen müsst ihr so sehr ins Vertrauen gezogen haben, dass die Nächsten, die aus Talf kommen, in Berle eine organisierte Siedlung vorfinden. Der nächste Adlige muss diese Leute aus Talf dort in die Häuser stecken. Oder wollt ihr dann den Adligen aus Talf ebenso abziehen, der dann in ein fremdes Dorf geht und der dann dort sagt, wer welches Haus bekommt? Wie wollt ihr das machen? Dafür bräuchten wir die Lagervögte. Also Leute, die ihr explizit einsetzt, die in fremden Dörfern... Optimalerweise setzen wir natürlich die Adligen vor Ort als Lagervogt ein, die sich dann darum kümmern können. Aha, das wollte ich hören. Für die Leute, die bereits dort waren, die sich dort auskennen, auch dort bleiben und auf die nächsten Flüchtlinge warten, während ein Großteil der Menschen bereits gen Wehrheim reist. Das können Büttel sein, das können Stadtgardisten sein, das können die Adligen sein, es ist egal. Hauptsache, es ist jemand, der Ahnung hat und sich auskennt. Es ist nicht egal, es muss auch jemand sein, der Autorität hat. Und wenn irgendein abgeranzter Büttel steht und den Leuten sagt, was sie so tun sollen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie tun, was sie sollen, ungleich geringer. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Methode funktioniert, aber... Ja, pass auf, Abimir. Wir kriegen keine Zelte. Was also bauen wir für Lager auf? Jetzt mal ohne Zelte, was machen wir da? Und ich dachte nicht, es müssen ja nicht unbedingt Zelte sein, es reichen ja Planen, die man. Okay, wir haben keine Planen. Ich weiß auch nicht, wo ihr die hernehmen wollt. Also Garit? Ja. Oder wir von welchem Gold? Wir können diese Sachen requirieren. Na, aber hier in Garit können wir nicht requirieren. Wieso? Weil unsere Vollmacht für Darpathien gilt. Und die Reichsstraße 1, und die ist hier nicht. Außerdem gibt es hier nicht so viele Planen. Kommt noch dazu, es ist nicht so, als gäbe es hier 3 oder 4 Segeltuchmanufaktoren, die das Zeug herstellen würden. Natürlich könnt ihr vor Ort... leerstehende Gebäude sind nun mal auch besser als Zelte. Natürlich könnt ihr vor Ort, wie gesagt, wir reden von Darpathien, wenn ihr irgendwelche darpathischen Rinder schlachtet, das Fleisch dann weitergebt zum Braten, könnt ihr natürlich auch die Haut benutzen, um daraus irgendwelche Zelte zu fertigen, aber das dauert, das kostet Zeit. Das dauert alles zu lange. Die Leute gehen aus Berla raus, es bleiben der Junker und ein paar Gallisten da, die nächsten Leute kommen rein, pennen da einen Tag, gehen direkt am nächsten Morgen weiter. Alle Schäden, die bei sowas entstehen, kümmern wir uns hinterher. Klingt ein wenig chaotisch. Es wird chaotisch. Es ist ich eine weiß, es ist Artorasia, aber ihr müsst euch von der Idee verabschieden, dass es eine gut organisierte Sache wird. Dafür haben wir nicht die Zeit und nicht die Leute. Und die Mittel. Das Wichtigste ist, dass wir das schnell über die Bühne bringen, bevor der Drache da ist und auf einmal die halbe Leute noch mit heruntergelassenen Hosen da setzt. Das Wichtigste ist, dass wir die Leute da rauskriegen aus dieser gefährlichen Zone. In welchem Zustand die dann sind, ist doch egal, ob die einen kackverschmierten Hintern haben, weil sie keine ordentlichen Toiletten gefunden hat. Interessiert doch keinen. Und also ihr müsst euch auch von der... Transport ankommen, sollen die Leute in Berla, Avesheim, Talf und Gallis schon unterwegs sein. Und ihr müsst euch auch von der... Ihr müsst euch auch von der Idee verabschieden, dass das alles fair zugeht. Und wenn dann irgendein Räuberbaron meint, er muss dann an einem der Flüsse einen Wegzoll erheben und dann werden da ein paar, meinetwegen Heller oder Silbertaler fließen, dann ist das so. Dann sollen sich diese Leute in Wehrheim beschweren und dann wird dieser Räuberbaron irgendwann gehängt. Das wird alles sehr, sehr unfair werden. Aber das sind nicht eure Probleme. Wir reden hier nicht von den Quirelen von 10 Leuten, sondern wir reden hier von 100.000 Menschen. Deswegen. Wir können froh sein, wenn von 10 Leuten 8 Heiler in Wehrheim ankommen. Und wenn sechs oder meinetwegen mit mir 7 Helden durch Darpathien ziehen und mit inquisitorischer Gewalt Wege räumen, Wälder räumen oder eben auch Dörfer und Städte, natürlich kann es dabei passieren, dass von diesen 6 Leuten oder 7 Leuten, dass das nicht alles so ganz glatt läuft. Das mag sein. Es werden Fehler passieren. Es geht, wie gesagt, nicht darum, ob einer dann gehängt wird oder ob dann 10 gehängt werden. Es geht hier um das Leben von 100.000 Menschen.
Das ist mir klar, aber wir sollten trotzdem im Vorfall alle möglichen Eventualitäten besprechen. Aber dafür ist deine Zeit. Doch Millionen von Eventualitäten, das sind doch so viele Leute. Ihr habt doch gesehen, was da drüben hinter den Bergen mit den Leuten passiert ist. Wollt ihr dieses Schicksal wirklich diesen zukünftigen Flüchtlingen zumuten, nur weil es nicht perfekt organisiert ist? Ich rede nicht von perfekter Organisation, aber man sollte schon die Fluchtrouten überlegen, wo eventuell Nahrungsmittel gelagert werden, wo Wasser gelagert wird, wo Ochsenkarren, auf welchen Routen sie laufen. Ja, die Routen geben wir denen ja vor. Wir sagen ja zum Beispiel den Leuten in Galistan, ihr folgt der Reichsstraße, bis ihr irgendwann über Talf nach Berlin, nach Wehrheim kommt. Wir sind 6 Leute und wir verteilen uns über 300 Meilen. Wir nehmen genügend Soldaten mit. Wir können Grenzreiter anheuern, die die Straßen beschützen, während wir durchgelaufen sind schon. Wir können so viel wie möglich machen, um es so sauber wie möglich zu machen, damit so viele wie möglich davonkommen. Das heißt, dass wir so schnell wie möglich erst einmal die ganze Reichsstraße abgeklappert und die Leute auf die Beine gebracht haben. Also ganz viele Leute werden Haus, Hof und das, was sie besitzen, verlieren. Das ist unausweichlich bei dieser fluchtartigen Sache, die wir hier machen. Das geht nicht anders. Das kümmert mich auch nicht. Mir geht es nur um eine vernünftige Organisation dieser riesigen Unternehmung. Und es gibt genügend Flüsse, die überquert werden. Um Wasser werden wir uns nicht viel kümmern, wenn jeder einen Wasserschlauch dabei hat. Wie steht's mit Nahrung? Wie wollt ihr 100.000 Leute mehrere Tage ernähren? Also das ist die erstmal, nehmen sich 100.000 Leute, dass sie erstmal zusammenkommen, das ist ja erst in Wehrheim der Fall. Vorher sind das immer kleinere Gruppen. Okay, das, was ich jetzt tue, ist, ich möchte jetzt Hafax zitieren. Warum? Weil ich in Wehrheim groß geworden bin und weil dieser Mann einfach die Kriegskunst verstanden hat. Logistik hat die Aufgabe, die richtige Menge der richtigen Objekte, Güter, Person, Energie oder auch Information am richtigen Ort, im richtigen System, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Qualität, in den richtigen Kosten bereitzustellen. Das ist eine Definition von HAVOX. Sie gewährleistet eine reibungslose Gestaltung des gesamten Materialwertes und Informationsflusses. Es geht nicht darum, dass wir 100.000 Menschen an einem Tag richtig ernähren müssen. Das machen die schon selber. Wir müssen sie auf den Weg schicken. Aber ihr werdet diese 100.000 Menschen nicht an einem Punkt in einem Dorf versammeln müssen. Ihr werdet nicht x-beliebige Rinder schlachten müssen, um diese dann zu ernähren. Nein, das ist nicht der Fall. Schickt sie los, gebt ihnen einen Rucksack. Solange hier keine Städte gebrandschatzt werden, geplündert werden, können sie sich auch in diesen Dörfern ernähren. Die Scheunen stehen doch immer noch voll. Klar, wenn jetzt ein Händler meint, dass er seine, oder ein Bauer meint, er muss noch seine Scheune leer räumen, dann natürlich, dann wird das Dorf eben leer und verlassen da liegen. Aber wenn ihr ihn nur mit einem Rucksack losschickt, was ihr offiziell dürft, und wenn ich das richtig verstanden habe, auch tun wollt, naja, dann wird dieses Dorf eben auch noch Nahrung für die nächsten paar Leute haben. Wir reden doch jetzt hier davon, dass es ein funktionierendes Dorf oder eine funktionierende Stadt ist. Und innerhalb von wenigen Tagen müssen ein paar Leute durch ein großes Gebiet laufen. Das wird wenige Wochen dauern. Wir reden doch hier nicht von einer Evakuierung von Jahren. Nun gut. Und jeder Bauer wird genügend Nahrungsvorräte für mehrere Monate gelagert haben. Immerhin müssen sie sich von irgendwas ernähren. Wenn jeder sich sozusagen den Rucksack voll machen darf und die Arme nicht komplett voll machen darf, sondern nur sozusagen einen Teil der Arme benutzen darf, also nicht mehr als er tragen kann, dann werden die Leute sich schon entscheiden, was wichtig ist. Und wenn man den Leuten danach sagt, hier nehmt genug Nahrungsmittel mit, dann werden die sich vorrangig das einpacken und ein Dolch, das wird sowieso jeder haben als Arbeitswerkzeug. Und einige werden sich vielleicht auch noch irgendwie eine Plane einpacken, weil sie sowas haben, also oder gewachstes Tuch, dass sie sozusagen nicht nass werden. Und ja, dann war es das. Und mehr brauchen die Leute nicht zum erstmal direkten Überleben. Jeder hat einen Wasserschlauch oder was Vergleichbares. Zur Not macht ihn Versprechung. Meinetwegen in 2 Monaten stehen wir in Wahrung. Vielleicht in 2 weiteren Monaten, sprich in 4, wenn der Sommer da ist, haben wir Yol'Gurmak eingenommen. Dann ist Schwarz-Tobrien befreit, wenn alles glatt läuft. Und dann steht da ein leeres Land. Na, natürlich, wir müssen nach und nach ein paar Untote besiegen, aber wenn ich mir das so richtig vorstelle und wir sind gewillt, das zu tun,
Es wird zum Gegenschlag ausgeholt und dann gehört uns Schwarz-Tobrien wieder. Und wir können dazu wieder Weiß-Tobrien sagen. Das ist leeres Land. Wir können den Bauern neue Felder anbieten. Und dann sollen sie sich meinetwegen 2 Wochen hinter Wehrheim vergnügen und da in den Wäldern sitzen. Meinetwegen regnet es auch. Ihr müsst auch bedenken, von St. Aboronia bis nach Wehrheim zu laufen, dauert für einen normalen Menschen, sagen wir, eine Woche. So viel Währung hat jeder Bauer zu Hause und kann sie sich unter den Arm klemmen. Wenn die sich jetzt an unter den Arm geklemmt haben, sind die Kornspeicher der Hohen Herren immer noch voll. Dann gilt es noch, unser Befehlsqual zu delegieren. Wir können nicht mit 6 Leuten die gesamte Straße von Wehrheim bis zur Trollpforte alleine handeln. Dafür sollten wir denn diese örtlichen Alien einsetzen. Dafür sind sie da. Das war der Plan. Aber wir müssen sie trotzdem aufsuchen und überzeugen. Also gerade jetzt hier, nicht Leute wie ich vielleicht. Naja, ich glaube, ab morgen werdet ihr sowieso mit euer Wohlgeboren angesprochen werden. Das kommt auch noch dazu. Da will ich gar nicht dran denken. Nun, Titel habe ich bereits, aber ja, Propaganda ist etwas, worüber wir nachdenken müssen und sicherlich ein nützliches Werkzeug. Und die Adligen, selbstverständlich werden sie alle aufgefordert, uns zu helfen. Herolde, wir müssen Herolde mitnehmen. Allein schon, um die ganzen Regelungen klar zu machen. Ja, dann lass uns doch hier, Gareth, 3, 4, 5 Herolde mit Geld bezahlen und mitnehmen. Das kriegen wir doch hin. Das ist doch etwas, was wir hier noch organisiert bekommen, ohne Probleme. Ja, oder jetzt militärische Gewalt. Wir sollten vielleicht auch Händler einspannen, die sozusagen eventuelle Versorgungsengpässe mit irgendwelchen Sachen auffüllen können. Aber ich schwöre, ist, wenn ihr noch einmal Leute das Wort Versorgung in den Mund nehmt, dann schlage ich euch eine rein. Hungert ihr nie bitte, im Morasreich oder was? Hattet ihr nicht mal einen schlechten Winter und konntet die Woche nur 3 Mal essen? Sowas gibt es im Morasreich nicht. Pro Tag oder pro Woche? Oh, ich schlag euch. Die Leute sind durchaus in der Lage, auch mal ein paar Tage von dünner Suppe und Wurzeln zu leben. Ich werde euch daran erinnern, wenn wir etwas brauchen und nicht haben. Ihr könnt ja Leute nach Wehrheim schicken, dass sie die Leute da versorgen. Das ist ja kein Problem, das hält die Leute nicht auf. Aber die können doch nicht über die gesamte Reichsstraße mit irgendwelchen Händlern da entgegenfahren. Das hält doch den ganzen Prozess auf. Was kommt noch dazu? Was glaubt ihr, wenn so ein Karren irgendwie am Ende noch auf der Brücke stehen bleibt, was das die Flüchtlinge aufhält? Dann wird er beiseite geschoben. Das wird wieso passieren? Jeder Karren, der liegen bleibt, wird beiseite geschoben. Ungeachtet seiner Besitzer. Aber nun gut. Ihr sagt, wir brauchen keine Händler, dann werden wir keine Händler. Ihr könnt Händler. Ja Händler besorgen. Besorgt sie halt für Wehrheim. Dort sind sie gebraucht. Dort sind sie auch nützlich. Genau, in Wehrheim, da müssen ganz viele Handelsrouten jetzt einfach mal hingehen. Das heißt, wenn wir die Händler überzeugen können, dass sie jetzt nach Wehrheim liefern sollen, was jetzt vielleicht 2, 3 Wochen dauert, bis das Ganze dann sozusagen startet, dann ist es umso besser, bis das sozusagen dann Nahrungsmittel hingeliefert werden. Vielleicht dauert es auch 1 Woche oder so. Das ist der richtige Weg. Genau, wenn wir sie auf dem Weg engagieren, dann schreit es geradezu nach blühender Korruption. Wir sollten noch ein paar Regeln festlegen, was die russische Umsetzung betrifft. Ich meine damit das Jagdrecht, das Zollrecht, das Wucherverbot. Nun, das wären die ersten 3, 4 Sachen, die mir einfallen würden. Wunderbar, lassen wir alles die Herolde ausrufen, so und so sind die Regeln fertig. Das Jagdrecht ja, aber die Idee ist wirklich gut. Das Jagdrecht sollten wir wahrscheinlich wirklich aufheben, solange jetzt hier gerade die Flucht von so vielen Leuten ist. Genauso wie natürlich die Zölle. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Und Wucher, klar, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich Wucher definiert, aber dann sollte das auch verboten werden. Meint ihr, wenn wir in Wehrheim die Anzahl der Flüchtlinge erfassen würden, das könnte uns helfen, nicht wahr? Und wer soll die alle zählen? Wir werden nicht in Wehrheim Schreiber. Sein, wenn die schon in Wehrheim Dafür gibt es Schreiber. Also da wird bestimmt einiges gezählt. Selbst die Travierkirche fängt ja meistens an zu zählen, um zu gucken, wie viele Menschen es sind, um Versorgung abzuschätzen. In Wehrheim wird es auch genügend Pereine und Travier-Geweihte geben, die sich um so etwas kümmern, ohne dass wir sie dafür anstacheln müssen. Das denke ich auch. Was machen wir mit Alien, die sich unseren Anweisungen widersetzen? Hängen Köpfen. Die auf? Notfalls? Möchte ich ja ungern Rafim recht geben, aber die werden aus dem Weg geräumt, auf die eine oder die andere Weise.
Ihr solltet vielleicht keinen Grafen und keinen Baron aufhängen, auch ja, wenn euch, wenn ihr als Graugraf über einem Baron steht, aber ihr solltet schon Maß halten. Wir können nur ein. Aber wir können ihn anklagen, wenn Junker auf dem Weg steht. Nein, wir können ihn auch mit dem Knüppel einfach rein zu seinem Schädel jagen und ihn mitschleppen. Ich bin mir sicher, dass alle Adligen, denen wir begegnen, einsichtig genug sind. Und wenn sie nicht einsichtig genug sind, werden sie einsichtig gemacht. Ihr müsst diese Leute auch nicht umbringen. Ihr müsst sie auch nicht verstümmeln. Ihr könnt ihn einfach mit der Reichsacht drohen. Fertig. Das sagt euch auch weniger Spaß. Eine Anklage müsste völlig ausreichen, um sie einzuschüchtern. Eine Anklage wegen Hochverrat. Naja, man kann ja auch sozusagen einen anderen Weg gehen, von wegen, wenn jetzt dann ne, das Dings erobert ist, dann kann man mal gucken, ob die nicht jetzt hier vielleicht da auch irgendwelche jetzt hier Bauern dann hier sozusagen wieder abgeben können, die sie nicht haben wollen oder so. Wer weiß, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ihr habt zwar jetzt innerhalb von wenigen Wochen Macht, die nur wenige Leute irgendwann in ihrem Leben irgendwann mal bekommen haben. Der Titel eines Gaugrafen ist erst vor wenigen Jahren im Verlauf der Eroberung des Sphärenschänders wieder eingebracht worden. Aber denkt daran, dass ihr diesen Titel wieder abgeben müsst. Und dann werdet ihr diese Macht nicht mehr zur Verfügung haben. Wenn ihr also einen Baron oder einen Grafen maßgeblich verärgert, dann werdet ihr in ein paar Wochen ein paar große Probleme haben. Das nur als Erinnerung. Der Plan war es, den Grafen und größtenteils auch die Barone auf unsere Seite zu ziehen, damit sie ihre Untergebenen schon im Zaum halten werden. Deswegen werden wir wohl nicht drum herum kommen, Burggraben und einen Besuch abzustatten. Wir sind doch eigentlich sehr freundlich. Also dieser eine zumindest. Wartet ab, bis sie etwas von euch wollen. Wie steht es mit Kommunikation entlang der Reichsstraße? Denkt ihr, diese Grenzreiter sind schnell genug, um Nachrichten über größere Entfernungen zu transportieren? Grenzreiter sind verdammt hart, Burschen. Ja. Ein Beilunker Reiter kann 3 Pferde zu Tode reiten, wenn er meint. Also pro Tag. Das will ich jetzt nicht gehört haben. Ja, tut mir leid, aber auch Pferde werden sterben. Das wird Travia ungefällig sein, das wird Zar ungefällig sein, das wird auch dem Boron sehr, sehr ungefällig sein. Und auch Raya wird leiden müssen. Ihr solltet hier nicht mit kirchlichen Maßstäben herangehen, sondern das ist eine Evakuierung, die vom Reich durchgeführt wird. Auch Praios wird hier nicht wirklich das Lachen haben. Ich habe das Gefühl, hier wird niemand das Lachen haben. Natürlich ja, genau. Nicht. Es geht um eine Invasion der Schwarzen Lande. Das ist Krieg, den wir jetzt hier sozusagen vorbereiten. Das ist nie lustig. Und wenn dabei 3 Pferde sterben, weil eine Nachricht ankommen muss, dann ist das so. Verzeihung, Ihre Gnaden. Also, legen wir fest. Berla, Talf, Gallis. Und, ja, nun vielleicht ein Bauter dazwischen. Im Abstand von 25 Meilen. Sind alle einverstanden? Was machen wir dort, alle 25 Meilen? Ein temporären... Setzen wir einen Vogt ein, der zusammen mit einigen Leuten die Ordnung aufrechterhält, wenn der nächste Satz Flüchtlinge ankommt. Genau. Das funktioniert. Das ist der Plan. Fangen wir in Abesheim an, aber nur die Reichsstraße runter. Sobald wir einmal durch sind und alle auf die Beine gescheucht haben, reiten wir wieder zurück und lösen Probleme, wo sie auftreten. Genau. Wenn wir Räuberbanden vorfinden auf einmal oder Zölle, dann müssen wir da eben dann noch einmal einschreiten an der Stelle. Aber das sind Probleme, um die wir uns kümmern können, sobald erstmal alle auf dem Weg sind. Hoffen wir einfach mal, dass Untote langsamer marschieren als Flüchtlinge. Wie gesagt, wir haben einen großen Vorteil, dass die Untoten sehr langsam sind. Sie marschieren nur nachts, sie marschieren sowieso ganz generell sehr langsam. Sie müssen nichts essen, das ist ein Vorteil für uns. Sie plündern nicht, das ist ebenso ein Vorteil für uns. Ja klar, wir werden ein paar Mordbrenner dabei haben und ja, natürlich, die eine oder andere Scheune wird angezündet. Das interessiert niemanden, wenn wir Schwarztobrien wieder haben. Was mir allerdings ein wenig Sorgen macht, ist der schwarze Drache.
Der macht uns allen Sorgen. Ihr könnt da beliebige Strecken in kürzester Zeit zurücklegen. Ja. Und unsere, nun ja, Bemühungen torpedieren. Auch der schwarze Drache ist nicht unverwundbar. Und er wird es wohl kaum wagen, sich alleine in Feindesland zu begeben. Dennoch, naja, das hat er schon getan. Nicht nach dem, was man in Ballung mit ihm gemacht hat. Doch ist es möglich, dass wir ihm begegnen könnten. Und dann sprechen wir unsere Gebete und hoffen aufs Beste. Denn mehr wird sich da nicht mehr machen lassen. Nun gut. Dann haben wir es soweit. Gut. Wenn ihr noch irgendetwas von mir braucht, sprecht gerne mit mir. Ihr erreicht mich. Ich werde euch Nachricht zukommen lassen, wo ihr mich erreicht. Müsst wahrscheinlich im Norden von Gareth. Ihr kennt die Garether Kriminalkammer? Nicht persönlich, aber... Direkt am Verhammer-Tor. Dort werdet ihr mich finden. Gut. Sollten wir das euch sagen oder anderen Leuten sagen, wenn wir selbst noch ein Reitpferd brauchen für die Mission? Ihr für euch selbst. Ja, Pferde werdet, ja. Ihr, Pferde werdet ihr bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, habt ihr alle eins? Nein. Nein, ich hab keins. Gut, dann werde ich ein paar Pferde besorgen. Das stellt, wie gesagt, keine Probleme dar. Es geht hier, wie gesagt, nicht um 10 Pferde, es geht um 1000 Pferde. Ja, nee, ich hätte ganz genau Satteltaschen, dass ich noch ein paar Sachen mitnehmen kann. Werdet ihr bekommen.